Schnell, sauber, umweltfreundlich. So präsentiert sich die Deutsche Bahn gerne. Nur ganz so grün ist sie dann doch nicht unterwegs. 93% der Gleisanlagen werden mit Pflanzengift besprüht. Sprich, mitten in der Stadt, direkt neben dem Garten, wird Glyphosat gesprüht. Also ein Wirkstoff, der als wahrscheinlich krebserregend gilt. Das hat eine Familie aus Bonn fassungslos gemacht. Die Kinder haben zum Beispiel Stockbrot gebacken, ohne zu wissen, dass die Sträucher, die Stöcke direkt neben den Gleisen besprüht wurden. Seitdem Familie Liesegang der Bahn deshalb ein bisschen Druck macht, häuften sich die Schlagzeilen. Und gestern hat die Bahn zumindest angekündigt, nächstes Jahr weniger Glyphosat einzusetzen, die Hälfte. Selbst wenn er wenig Geld ausgibt, lebt er ständig auf großem Fuß. Mit Schuhgröße 57 ist ein Berliner jetzt ins Guinness-Buch gekommen. Lars Motzer ist gerade mal 16 und er hat jetzt ganz offiziell die größten Füße eines männlichen Teenagers weltweit. Passende Schuhe sind übrigens ein richtig teurer Spaß. Seine Sicherheitsschuhe für seine Tischlerlehre 1.800 Euro. Und an der Flughafenkontrolle muss er angeblich ständig die Schuhe ausziehen, weil alle denken, er schmuggle Drogen in zu großen Schuhen. Jetzt mehr Nachrichten von heute, kurz und kompakt. Es ist eigentlich nur ein weiterer Doktortitel, der 17. um genau zu sein, den Bundeskanzlerin Angela Merkel heute erhalten hat. Eine Ehrendoktorwürde von der Wirtschaftshochschule in Leipzig. Aber der Kommentar von Angela Merkel dazu, der sagt viel. Alle Universitäten, die mir einen Ehrendoktortitel gegeben haben, werden sowieso noch von mir hören, wenn ich nicht mehr Bundeskanzlerin bin. Selten sagt Merkel ja etwas über ihre weitere Planung. Die Karriere scheint also dann an der Uni weiterzugehen. Mehr Nachrichten.